Yo ho, steht zusammen, like das Video. Keiner wird euch dafür verdammen und Piraten macht es froh oder so. Und damit welcome back, werte Survival-Fans da draußen vor eurem Bildschirmen, zu einer weiteren super tropischen Folge If Sunsets, die Demo. Schön, dass du da draußen wieder mit am Bildschirm klebst und ein großes Merci geht raus an die Leute, die jetzt gerade das Video mit einem Daumen versehen. Vielen lieben Dank. Ja, Leute, machen wir weiter an dieser Stelle. Wir haben uns in der letzten Folge so ein bisschen eingewöhnt hier an den Dschungel. Haben so ein paar kleine Sachen aufgestellt, wie Bett, Werkbank, Kiste und Lagerfeuer. Ja, und jetzt machen wir mal feuchtfröhlich weiter. Würde mal sagen, trinken habe ich ja noch. Könnte man vielleicht jetzt auch noch mal eine Flasche reinkippen. Ah, lecker Schmecker. Und vielleicht auch gleich mal wieder füllen und schon mal ins Lagerfeuer legen. Also eine habe ich hier dann noch dabei. Zwei lassen wir dann erstmal hier im Lagerfeuer. So, damit rein. Ist auch cool, dass es hier abgestellt wird. Kommt schon sehr nice. Fleisch, glaube ich, schimmelt nicht, ne? Es gammelt nicht weg. Ich glaube, es kann gar nicht schaden, wenn ich jetzt tatsächlich nochmal schnell koche. Machen wir nochmal hier so ein Ding rein. So. Kann ich schon mal durchbraten. Was kann man denn noch alles kochen? So viel habe ich nicht. Muscheln vielleicht. Ja, Muscheln gehen. Cool. So, Wasser ist fertig. Machen wir nochmal so einen schönen Muschelauflauf. Her damit. Die sind auch schon fertig. Gehen super schnell. Schneller als Fleisch. Das ist gut. Was bringt denn das? 15 Gesundheit. Oh, das ist gut. Und 3 Hunger nur. Das ist 4 Hunger. Also 4 bringt es eigentlich nicht. Obwohl, wir haben ja nur 20 insgesamt Hunger. Wie lange braucht Fleisch? Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt nebenbei noch irgendwas anderes machen. Schwimmen gehen zum Beispiel. Was wahrscheinlich gar nicht so schlecht wäre, wenn ich jetzt vielleicht, bevor ich weiter düse, nochmal abchecke wegen Rüstung. So, wir schauen mal rein. Okay, das ist alles gesperrt. Kannst das auf dem Standard-Crafting-Tisch herstellen? Okay, den habe ich. Grundsätzlich, wir schauen mal gleich mal auf den Tisch. Mit einem Basteltisch kannst du mehr Werkzeuge herstellen. Wenn du einen Hammer herstellst, kannst du auch deinen Basteltisch aufladen. Upgraden. Okay. Oh, Angelrute. Krass. Brauchen wir auch gar nicht mehr viel. Könnten wir auch bald machen. Aber jetzt erstmal hier wegen Klamotten checken. Wir brauchen Stoff, wir brauchen viel Fasern. Also ich muss auf jeden Fall noch mal richtig viel Fasern sammeln. Ich würde aber sagen, wir machen schon mal so ein bisschen was. Na super, jetzt habe ich einmal zu viel gemacht. Jetzt muss ich hier noch mal ein Ründchen drehen, Fasern. Das ist ja das Schöne hier. Hier ist einfach alles en masse vorhanden. So, das können wir mal wegmachen. Das habe ich gelesen. Erstmal hier so ein bisschen die Umgebung looten. Das hatte ich ja gemacht. Ach, guck mal, ist doch eine Bananenpflanze, oder? Hängen aber keine Bananen dran. Samen. Es wäre cool, wenn man dann auch die Früchte bekommen würde. Also Samen kriege ich schon mal, um neu zu pflanzen. Brauche ich jetzt aber nicht. Ich glaube, davon haben wir genug hier. Umstehen. Haben wir noch irgendwo einen Bananenbaum? Normale Palme hier. Bambuspalme. Nochmal ordentlich Holz. Und steigern Sie Ihr Niveau. Mit die Übersetzung super.
Sollen sie auch bitte so lassen, finde ich super witzig. Solange man versteht, was gemeint ist, Kiefernzapfen. Wofür brauche ich die denn? Das ist noch so eine Bananenpflanze. Ich habe auch keine Bananen drauf. Mit Bananen! Ah! Banana! Es geht also doch cool. Oh, super viel Stuff. Hier nochmal ein paar Pilze. So, und da haben wir ja die Samen auch bekommen, können wir später wahrscheinlich auch mit Beeten arbeiten. Das ist auch sehr geil. Ich glaube, in diesem Spiel steckt echt viel Potenzial. Aber erstmal noch ein paar Folgen machen. Erstmal nochmal reingucken hier. Aber mich persönlich holt es schon mal ab. Ist nur die Frage, wie lange es mich abholt, ne? Okay. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Stoff, ne? Kleidung. Wir machen jetzt als erstes mal noch mehr Stoff. Und zwar... Warte mal. Eins, zwei, drei, vier. Ist wieder alles weg. Hä? So, ich muss das hier rausziehen. Ah, okay, verstehe. So, Stoffrüstung. Bringt mir 16 Rüstung. Aktuell habe ich nur 4. Oh, das ist ordentlich. Das bringt viel, viel mehr. Herstellung dauert allerdings auch ein bisschen. Ich brauche noch mehr Stoff. Beziehungsweise Fasern. Oh, Taschen. Bisschen Leder. Viel Stoff. Okay, ich muss auf jeden Fall ganz viel Fasern sammeln. Unfassbar wichtig. Noch größere Taschen. Meine Stacken ist ja an sich schon mal ganz gut und dass wir 300 Kilo tragen können, aber wir haben halt nicht viele, ja, ihr wisst schon, Slots frei. So, Banane können wir gleich mal essen. Würde ich mal sagen, nochmal kurz leeren und dann können wir eigentlich schon mal losdüsen. So, getrocknete Mango können wir auch gleich noch essen. So, das lassen wir da, das lassen wir da. Das braucht kein Mensch, das braucht kein Mensch. So, gegrillt, das nehmen wir mit. Obwohl, lassen wir da. Immer noch Muscheln. Kokosnuss. Auch mal da lassen. Töpfe auch. Granaten nehme ich mal mit. Ich weiß ja nicht, was mich erwartet. Sauberes Wasser. Können wir stacken. Schlamm. Okay. Und mit diese Steine. Die reinigt da. Können ihn verwenden, indem sie in ihrem... Was? In ihrer Hotbar registrieren. Oh, jetzt muss ich mich auch noch registrieren. Alter. Hast den Stein von Kluga gereinigt. Seine dunkle Aura ist vollständig verschwunden. Wenn du ihn benutzt, wird dir weniger befleckt sein. Wiederherstellung der Gesundheit. Okay, nehmen wir ihn natürlich mit. Jeder nehmen wir auch mal mit. Ich glaube, so können wir es schon lassen. Ein bisschen was zu essen mit dabei. Banane gönnen wir uns gleich noch. Ja, rein damit in die Goschen. Ist ein Mango noch hinterher. Sehr schön. Okay, ich glaube, ich bin erstmal ready to rumble. Ich würde aber vorher nochmal speichern. Ich glaube, es wird langsam dunkel. Es ist schon 18 Uhr. Krass. Let's play. Speichern. Importieren von. Ah, schön. Okay. Wir haben noch ein paar Minütchen Zeit, würde ich sagen. Wir erkunden noch ein bisschen, dann wird es dunkel. Aber mein Outfit sieht jetzt auf jeden Fall schon mal fresher aus. Finde ich geil. Okay, Saatgut. Noch ein kleines Lager? Würde ich ja feiern. Ja, hat sich auf jeden Fall einer niedergelassen. Mit seinem Rum. Mit seinem Schatz. Aber er ist gestorben. Bogenschießen. Geil.
Ah ja, da könnte ich dann auch nochmal schauen. Schatz, das ist mein. Sehr gut. Ah, der Dude hat es leider nicht geschafft. Obwohl er sich hier oben hin verkrochen hat. Da kommt wenigstens keiner hin. Muss mal gucken, wie clever dann die KI ist, wenn dann Nacht ist und die uns angreifen. Also die erste Nacht werden wir jetzt sowieso verschont. Gehe ich denn jetzt hin? Wäre ich eine Karte? Hey, yo! Was für eine schöne Karte. Alter, krass. Okay, da drüben geht's richtig ab, glaube ich. Ist noch das gute Gebiet. Sieht's dann scheiße aus. Hier ist noch eine Cave markiert. Vielleicht auch sowas wie eine Quest. Logbuch. Das Logbuch des Captains. Hier kann man nochmal so ein bisschen die ganzen Infos nachlesen. Ja. Und es wird dunkel und ich habe keine Fackel und ich kann auch keine Fackel machen. Ich habe auf der Karte Orte markiert, in denen ich starke Energie spüre. Bereite dich gründlich vor. Jupp, mache ich. Häschen. Hirsch. Der Harry ist wieder da. Und da vorne? Wildsau. Oh, ich sehe schon mal zwei davon. An der Nacht will ich da eigentlich nicht kämpfen. Ein theoretisch können wir auch schlafen. Ja. Oh, ein kleines Lager. Die schleichen? Interessiert die dich? Komm, sei dumm. Sei dumm! Verhack dich irgendwo. Ist schlecht programmiert. Los, Alter! Die Nacht folgt dir. Was ist der schnell? Okay, den kriege ich so nicht. Jetzt wird's richtig dunkel, ey. Richtig viele Glasflaschen hier. Wow, wie dunkel es wird. Instant vor allem. Wieso verschwindet der Umgebungssound, wenn es dunkel wird? Ist ja voll dumm. Vor allem in der Nacht braucht man genau diese Geräusche, diese Dschungelgeräusche. Das kommt halt eigentlich richtig geil. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich bin. Aber hier gibt's Loot. Oh. Glänzt da vorne. Cool, noch ein Schatz. Wieder einer von diesen Steinen. Wie ruhig es jetzt auf einmal ist. Krass. Kein einziges Tier höre ich mehr. Kein Insekt. Langweilig. In dieser Höhle gibt es eine mächtige Präsenz. Bereite dich gut vor. Okay, das wird unser Ziel. Mist. Vielleicht kriege ich den anderen. Das ist ein Zeichen. Ich soll da nicht reingehen. Aber der Hirsch hat es auch getan. Ich muss es tun. Glitzert. Hier ist noch alles in Ordnung.
Meine ist eh Nacht, ich habe eh gerade nichts zu tun. Oh, tschüss. Wie stark bist du? Oh, der ist gut stark. Daywalker. Der könnte mich halt one-hitten, ne? Mal. So ein bisschen dann Ausweich. Ein bisschen dodgen. Funktioniert eigentlich ganz gut. Hat er Kopfweh? Mich halt nur nicht treffen lassen, okay? Bisschen zieht er ab. Aua. Bisschen viel. Los, Fee. Ah, voll daneben. Komm, den krieg ich hin. Jawohl. Was gibt der? Steinskulptur von Kutuga. Eine Münze, die als Stellvertreter für den Wert eines Objekts verwendet werden kann. Okay, cool. Ist jetzt noch Loot? Was zimmer ich mir jetzt rein? Muscheln? Gönnen wir uns ein paar Muscheln. Schön saftige Muscheln. Bringen nur zwei oder was? Zwei Nahrung. Aber gut ist, dass wenn wir hier essen, dass wir auch geheilt werden. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Hatte ich das schon? Ja. Da ist er, der Hirsch. Bin ich hier reingeführt. Aber ich würde sagen, ich bin noch nicht ganz ready hierfür. Also hier hätte ich schon gerne noch einen Bogen und definitiv eine komplette Lederrüstung. Deswegen gehe ich jetzt nochmal raus. Vielleicht kriege ich ihn hier. Ach, ich kann nicht vergessen. Die kriege ich nicht. Hm. Neue Art Busch bringt Beeren. Okay. Es ist so dunkel. Beziehungsweise nebelig. Ist echt unheimlich friedlich. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wir checken mal die Karte. Wo bin ich denn? Ich glaube, hier habe ich ja mein Lager. Ich glaube, wir gehen mal pennen, Leute. Da oben, glaube ich, war ich. Super großer See. Ah, das kommt mir bekannt vor. Da oben, der Schorsch. Da können wir uns orientieren. Das heißt, ich bin hier richtig. Okay, würde ich mal sagen, gehen wir mal pennen. Hier gibt es nochmal was. So, Z. Sie warten darauf, dass ihr Freund einschläft. Okay. Oh Mann. Oh, ganz schön ruckelig. Okay, ein neuer Tag, ein neues Abenteuer. Müssen wir natürlich erstmal warten, bis die Sonne aufgeht, damit ihr was seht da draußen. Ein bisschen was kann ich schon erkennen. Auf jeden Fall noch eine größere Kiste. Leere Flaschen lassen wir da. Glas brauchen wir erstmal nicht. Dielen. Haben wir vier Stück? Cool. So, das können wir noch lernen. Das war für Bogenschießen. Das können wir stacken. Das braucht keine Sau.
Ach so, ich habe normale Muscheln gegessen, ich Depp. So, schon besser. Ja, passt doch erstmal. Das hier brauchen wir eh nicht mehr. Saat kann ich auch erstmal alles wegballern. Jetzt können wir fressen. Was lassen wir noch hier? Lassen wir die gereinigten hier. Das Öl braucht man nicht. Knochen brauchen wir, glaube ich, jetzt auch erstmal nicht. So. Bisschen aufgeräumter. Sehr schön. Ah, ist das nicht herrlich? Der Dschungel. Okay. Wir lesen nochmal schnell das Büchlein hier. Mal kurz zur Schule. Mal gelehrt. Fachbogenschießen. Apropos Bogenschießen, stimmt. Können wir vielleicht hier bei der Werkbank den Bogen machen? Jo, machen wir. Cool. Nehmen wir noch einen Bogen mit. Pfeil. Ein Pfeil? An den Pfeil 5. Okay, 5 Stück. Das heißt hier 10, 20, machen wir mal 30. Würde ich sagen, können wir vielleicht mal ein bisschen Wasser kochen währenddessen. Kann nicht schaden. Ich habe 50 Massivholz dabei. Der Arme, ey. Muscheln auch noch schnell. So. Perfekt. Okay, dann nehmen wir noch das Stuff mit und gehen wir weiter. Geil, ein Bogen. Ist das cool. 40 Schuss. Machen nochmal 10 dazu. Kann ich schaden. Sind wir bei knapp 50 Schuss. Kann ich ordentlich auf die Kacke hauen. Oh, das können wir auch noch stacken. 5 mal Wasser. Ich würde mal sagen, uns geht's echt gut. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Okay, cool. Also wieder so ein Spiel, wo man so ein bisschen die Zeit vergisst. Die Frage ist, wo will ich hingehen? Ich würde mal sagen, ich bin noch nicht ganz ready. Ich brauche jetzt eigentlich erstmal die Rüstung, heißt, ich muss Leder farmen. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal links lang, weil ich glaube, da waren auch Schweine. Ich muss jetzt erstmal in Jagen gehen. Ich will die komplette Rüstung. Erst dann will ich mich weiter vorwagen. Was war das denn? Ach, jetzt, pass auf. Jawohl! Treffer! Okay, diesmal kriege ich dich. Er nimmt die Rampe. Treffer. Genug Pfeile. Oh nein. Was? Alter, der Hase so, ich rette dich. Ich werfe mich in die Bahn. Geil. Was er erzählen? Oh. Oh. Der sieht mir ein bisschen größer aus als der da drüben. Erstmal das Reh wegmachen. Und dann würde ich den Großen erstmal meiden. Oh oh. Nein, 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 ich will nicht den Großen. Obwohl, der hat bestimmt richtig viel Leder. Ja, ich mache aber mal absolut gar keinen Schaden bei dem. Das ist eher so ein Bossfight. Das Bossschwein. Den muss ich erstmal irgendwie umgehen. Muss die Kleinen rauspicken.
Agro-Range ist jetzt nicht so groß. Als ob der es überlebt. Au! Voll ins Gestrüpp hier. Ah, Pfeile kann ich wieder einsammeln. Zottelig. Zotteliger Ball. Schön. Parson brauche ich auch noch einiges. Was sind denn die jetzt hin? Zwei kleinen Schweinchen. Ah. Komm ran. Fee? Was? Fee-Energie ist zu niedrig. Dann ruh dich aus. Oh, das geht gut. Das geht super. Ah, nein! Ah! Das Gestrüpp! Aber es hilft mir. Gar nicht so blöd. Wo ist jetzt das Loot? Wow. Das Gestrüpp. Schade um das Leder. Echt schade, aber gut. Wir werden noch mehr finden. Komm. Die Fee jetzt schon wieder aktuell am Start. Ja. Ja, man kriegt halt immer nur ein Leder, ist nicht viel. Das ist echt nicht viel. Das ist schon behilflich, die alte Fee. Hey! Er hat gesagt, dass du abhauen sollst. Komm mal ran jetzt. Aua. Alter, krass. Special Attack. Jetzt haut er wieder ab, oder was, die feige Sau? Und dann kann ich ihn auch nicht treffen in der Zeit. So. Uff. Was ist der Dicke? Dicke ist nicht ganz der hellste, oder? Was ist denn jetzt hin? Ich hab deine Kinder getötet. Aber ist gut. Krass, du nur weiter da hinten. Okay, nice. Das ging ziemlich gut. Hier habe ich noch unfassbar viele Steinchen. Nehmen wir mal ein bisschen mit. Wie so ein Steinbruch hier. Theoretisch könnte ich auch noch abbauen. Spitzhacke habe ich ja. Haben wir hier noch ein bisschen Fasern? Könnten noch ein bisschen Fasern gebrauchen. Hier ist irgendwie gar nichts an Fasern. So, Fee, du kannst dich mal kurz ausruhen. Kannst du aufladen. Nichts. Ein Hauch von nichts. Ah, ich Vollidiot. Wer hat denn da den Stacheldraht aufgestellt, ey? Ding, ding, ding. Ich glaube, hier gibt es auch echt viel zu entdecken. Man hat auch richtig Bock. Auch das hier sieht richtig gut aus. Der tote Wald. Checken wir mal die Karte. Ja, kommen wir zum See.
Hier haben wir nochmal so ein komisches Teleporter-Ding. Okay, da könnt ihr jetzt nochmal so einen Stein reinmachen, damit wir in der nächsten Nacht auch keinen Stress kriegen. Was haben wir denn jetzt eigentlich? 9 Uhr morgens. Ah, ich müsste das schon mal drauf ankommen lassen. Oder? Ich weiß nicht. Eigentlich bin ich gerade eher so im Entdecker-Flow. Habe ich gerade irgendwie mehr Bock drauf. Wir machen es so, wir canceln noch eine Nacht. Eine Nacht canceln wir noch, dann haben wir unseren Frieden. Dann kann ich jetzt hier noch ein bisschen weiter gucken. Die dritte Nacht checken wir da mal ab. Heute Abend sind sie in Sicherheit. Feierabend. Schön. Ich habe gerade im Moment ein bisschen mehr Bock zu entdecken. Hier waren wir doch schon, oder? Nee. Wenn ich... Die Folge ist auch schon wieder rum. Wie schnell geht denn das bitte? Das ist ja der Wahnsinn. Sieht alles so interessant aus. Irgendwie zieht es mich gerade dahin. Oh, was haben wir hier noch? Ein Dorf? Hallo? Ist da jemand? Noch ein bisschen Fasern. Niveau gesteigert. Kann ich hier handeln? Bin mal gespannt, wann wir da rein dürfen. Ist wahrscheinlich nicht in der Demo. Ja, würde ich mal sagen, gehen wir mal tiefer rein. In den verwunschenen Wald. Dieser Ort war schon besiedelt, bevor ihr an Land gespült wurdet. Und es könnte sich lohnen, ihn zu erkunden, falls es Überlebende gibt. Überlebende? Hallo? Jemand hier? Wanted. Auch schön hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, hier kommen die ersten Zombies oder so. Tanten oder was auch immer hier ist. Wahrscheinlich alle von diesen lila Pilzen gefressen. Sich dementsprechend dann verwandelt. Okay, erstmal sichern. Stehen schon ein paar Fallen rum. Keiner da? Hallo? Oh, grüße Sie daher. Kann ich mit Ihnen sprechen? Nein, ich glaube, mit dem kann man nicht reden. Oh, Verzeihung, ich wollte Ihnen nicht Ihr Haus kaputt machen. Wegrollen ist ziemlich easy dann, ne? Ausdauerskillen war auch sehr gut. Okay, was war das jetzt? Das ist ein Besessener? Besessener Soldat? Oh, ich kann hier sogar speichern. Oh, wie cool. Würde ich mal sagen, speichere ich und dann ist eh Schluss für heute. Ah, diese Badisch. Okay, nice. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch da draußen, wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir den Daumen da lasst oder einen Kommentar verfasst. Könnt mir gerne mal eure Meinung jetzt
Kommentare schreiben zu dem Spiel. Ich kann nicht aufhören, ne? Der Lootfinger. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt noch einen erfolgreichen und lässigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski.